So, herzlich willkommen, Mittwochabend live aus Küchenwalter, Walters Kochwelt in Bad Vilbel. Und ich freue mich, dass wir heute Abend wieder hier sind. Letzte Woche haben wir ja live aus dem Cascada Bolero in Luzern gestreamt. Ich hoffe, wir hatten etliche Zuschauer, aber auf jeden Fall hatten wir 2 Tage lang ein super Essen beim Alex Tognazzi in Cascada als Küchenchef. Nochmal vielen lieben Dank an alle Besucher, die vor Ort waren. Nächstes Jahr schon mal Anmerkung. Im Mai, wenn wir uns hier bei Küchenwalter treffen, und wir werden 2 geile Tage hier verbringen. So, jetzt sind wir heute wieder in Deutschland. Letzte Woche Schweiz, heute Deutschland und... Nicht ganz, Kenia. Kenia, ach, Kenia ist ja auch noch da. Ihr Kenia. Seht, wir sind multikulturell unterwegs und das ist das Schöne bei mir in der Sendung. Und einen lieben Dank geht an die liebe Anke von Vegan Kitchen Tools, die uns zusammengebracht hat. Genau, also wenn irgendwelche super Gäste kommen, wie Musiker, wie heute Abend die Terry Reeves und auch letztes Mal der Joost Vergosen, alles über die liebe Anke. Also lieben, lieben Dank, dass du auch die Gäste hierher bringst. Ins weit entfernte Bad Vilbel, aber ins schöne Bad Vilbel, oder? Genau. Und vielleicht sollten wir noch sagen, weil du bist live, du bist live, du bist live, ich bin live, aber wir wollen ja kochen, oder? Ehrlich? Also das heißt, wir können nicht. Ach so, ich habe gedacht, du singst, Nein, also wichtig ist, wir beantworten heute Abend nichts. Ja? Die meisten von mir kennen das, weil ich bin nicht so multitasking-fähig wie eine Frau, ja, die dann noch nebenbei noch tippen kann, noch irgendwie kochen kann. Ja? Also, wir sind live. Heute Abend werden keine Fragen beantwortet. Wenn ihr Fragen haben solltet, wie gesagt, vielleicht kann der Olli mal ab und zu mal reingucken und eine Frage reinwerfen. Also fragt, wie gesagt, der Olli fragt und wir wiederholen die Frage, damit auch jeder andere Teilnehmer, weil wir sind auf 3 verschiedenen Kanälen, wir sind auf YouTube, wir sind auf Instagram, bei mir und auf Facebook und bei dir auf Instagram. Und bei mir auf Instagram. Ich grüße euch, ihr Lieben, ganz kurz. Genau, bei dir schlägt es ja schon richtig aus hier. Wir sind bei 7.500 Zuschauern. Ach nee, das war die Uhrzeit, gell? 7.30 Uhr. Das ist die Uhrzeit. Jetzt wird gekocht. So, ihr Lieben, was wir heute Abend auch da haben, einen tollen Gast. Aber wir haben heute Abend auch eine Live-Verlosung, und zwar hier dieses... Raclette. Ein Raclette. Ein Raclette. Und zwar das Geile dabei ist diesmal, wir haben hier sogar eine Abzugshaube. Ja? Das heißt also, ihr könnt richtig Gas geben zu Hause, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wie auch immer, wo ihr richtig hier mal ordentlich rauchen könnt. Genau, das verlosen wir nachher von der Firma Unold. Vielen lieben Dank. Die Live-Verlosung findet nachher statt. Du darfst nachher Ich bin die Glücksfee. Du bist die Glücksfee, okay. Ja. So, und also wer da hier schon mal reingucken kann, wir schalten mal hier kurz auf die Kamera, Olli. Hier haben wir die ganzen Lose versteckt, ja, und da werden wir nachher draus ziehen. Also, vielen lieben Dank. Nach der Sendung geht's weiter. So, es liebe Terry. Geht's los. Ja. Du hast gesagt, wir Kenia? Machen. Yes. Die Kenia, ich bin ja Sportler. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hä? Ich dachte, du bist Koch. Nein, Sportler bist du auch, natürlich. Ich sehe zwar nicht so aus, bin zwar nicht so schlank wie ein Sportler, aber die besten Marathonläufer kommen aus Kenia. Das ist richtig, aber eigentlich aus Tansania. Aber das liegt direkt neben Kenia, 5 Stunden entfernt. Genau, und ich hatte mal vor ein paar Jahren hatte ich mal einen deutschen Rekordhalter, einen Europameister kennengelernt, über 10.000 Meter. Der war bei euch trainieren. Und dann hat er mich damals oder hat so in die Gruppe reingefragt gehabt: Kenia, wie stellt ihr euch Kenia vor? Und er hat gesagt: Boah, weiten, flach. Und dann hat er zu mir gesagt, Kenia ist extrem hoch. Ja. Das verwechseln, glaube ich. Auf wie viele Meter liegt die Kenia? Das ist natürlich eine Riesenweite, ist auf jeden Fall da. Aber wir haben natürlich auch, wenn man nach Nakuru hochfährt, haben wir natürlich Berge. Und ganz oben auf der Spitze kann man manchmal ein bisschen Schnee sehen. Okay. Ja, das ist auch ein bisschen kühler. Und das Faszinierende ist, wenn man da hochfährt, da laufen die Leute mit Winterjacken rum. Also ehrlich? Wir reden dann immer noch von 24 Grad. Ihr lauft dann da hoch oder wir Europäer also eher? Die Europäer fahren da hoch. Mit dem Auto. Aber okay. Kenianer sind ja viel zu Fuß. Ne? Ja. Das ist ja unheimlich viel Gewusel in Kenia, 42 Millionen Einwohner. Kannst dir vorstellen, wenn du einen Termin in Nairobi hast, solltest du wirklich nachts um 4 losfahren, wenn du den Termin um 10 hast. Ehrlich? Es ist einfach, der ganze Verkehr bricht da zusammen. Da sind wir wirklich hier lahm-zahm. Zahm-lahm. Okay. Lamzahn. Genau. Lamzahn. Wir haben ein neues Wort gelernt. Yes. Also, Kenia ist sehr heiß, weil du hast gesagt, da hat jemand trainiert. Ich hoffe, der war Kenianer oder Tansanianer. Nein, der ist ein Deutscher gewesen. Mhm. Aber die machen ja meistens auch diese Ausdauersportler oder gerade Marathonläufer. Genau. Die trainieren ja, weil die einfach auch lernen von euch. Ja, das ist ja das Geniale bei euch.
die trainieren einfach in diesen Höhen, um hier das Blutbild ein bisschen anders zu gestalten. Da muss man natürlich mit der Temperatur hinkommen, ne? Weil es ist unheimlich heiß in Kenia und da kann man ganz, ganz schnell Kreislaufprobleme bekommen, wenn man das natürlich nicht gewohnt ist. Ja. Ne? In Nairobi, also im Inneren von Kenia, da geht es noch, weil da ist es sehr trocken, aber gehst du an die Küste, da ist es sehr, sehr, sehr tropisch feucht und da kann es passieren, dass man schon mal kollabiert. Okay. Das kann passieren. Bist du in Deutschland geboren? Ich bin tatsächlich in Deutschland geboren. Wo? Wo in der schönen? In Köln. Ah, in Köln. Also in der Frauenklinik bin ich geboren. Ich bin Kölsch-Mädchen. Kölsch-Deutsch-Mädchen, genau. Genau. Und meine Kinder sind auch in zweiter Generation hier geboren. Ja. Okay, wie lange schon hier in Deutschland bist? Ach, ich bin schon sehr lange hier. Aber das wollen wir nicht verraten. Die Leute, ihr dürft ja mal schätzen. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Was schätzt ihr? Natürlich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die, die es wissen, dürfen es nicht schreiben. Was schätzt ihr, wie alt ich bin? Wir dürfen gespannt sein. Tada! Ich bin echt gespannt. Aber weißt du, worauf ich mich richtig freue? Ich freue mich. Ich weiß ja nicht, ob du verschiedene kenianische Gerichte kennst. Ja? Ich meine, du bist Sternekoch, okay, aber das heißt ja nicht unbedingt für jeden Sternekoch, dass man Gerichte, ich sage jetzt mal aus dem tiefsten Dorf, der Deutsche sagt natürlich die Slums, aber das ist ja ein Dorf, da werden Gerichte gezaubert, unter anderem machen wir heute eins hier, wie Chapati, Sambusa, Samosa auch genannt. Sind es kenianische Nationalgerichte? Genau. Auch teilweise von den Indern rübergebracht, Chapati, Warum Pilau. Eigentlich von den Indern? Wieso? Hast du mir kurz vorhin im Vorgespräch erzählt, dass sehr unheimlich viel auch dieses Masala, Chicken Masala wird da auch. Ja, warum eigentlich sehr viel vom wir haben unheimlich viele Inder, die nach Kenia zugezogen sind, die auch wirklich mega Swahili sprechen, die arbeiten da, die sind vollends integriert und die haben natürlich ihre Gerichte mit rübergebracht und dann wurde das so eine Vermischung. Ne? Also das kannst ist da du Swahilisch? Ich kann natürlich Swahili. Dann begrüß doch mal. Aber es ist so grottenschlecht geworden. Das ist verstehen. Aber Habari Yako an alle, die Swahili. Das heißt jetzt, schönen Abend, das war's. Viel Spaß. Genau. Das war's. Yes. Genau. Wir starten. Also, du bist was von Beruf? Sängerin, ne? Na, das war ja mal. Also, wir waren damals die Pioniere vom deutschen Hip-Hop. Das heißt im Umkehrschluss. Was für Zeit sprechen wir denn? Genau, das war im Umkehrschluss 92 mit den Fantastischen Vier und die Four Reefs. Da gab es nur uns und sonst niemanden. Ah, okay. Das war, werde ich nie vergessen, 1992 ging es los. Und da war ja dieses legendäre Konzert Ashu Zeng Auseinander aus Köln. Da haben wir vor 120.000 Menschen gespielt. Das war wirklich mega. Wie ist es so, als Star da oben zu stehen, vor so vielen Menschen, kriegt man da Gänsehaut? Ja, ich will es natürlich wissen. Ich erzähl dir, was passiert ist. Ja, erzähl. Wir sind hier am Klotwegplatz. Jeder, der in Köln lebt... Weißt du was, wir trinken mal noch ein Gläschen Wein dazu. Genau, jeder, der in Köln lebt, der weiß, wo der Klotwegplatz ist. Das ist im Kölner Süden. So, folgendes. Der ganze Klotwegplatz war übersät von Menschen. Und ich habe den Fehler gemacht. Wir waren oben in dem... Zucker wolltest du, gell, den Wein, gell? Hast du mir vorhin verraten? Das sind die kleinen. Ich habe mit deiner Mama telefoniert und die hat gesagt, die Terry, die mag immer nur Wein und Champagner mit Zucker. Stimmt das? So, weiter. Also jedenfalls, wir sind dann am Klotwegplatz, das ist so ein Torbogen und oben waren halt so Räumlichkeiten und ich habe den Fehler gemacht, du rührst das wirklich um, meine Güte. Ja, du bist ja mein Gast heute Abend, du musst ja ein bisschen höflich sein. Dann habe ich aus dem Torbogen rausgeschaut und sah diese Menschenmenge, das, so weit das Auge reichte. Was glaubst du, was passiert ist? Du hast Tränen in den Augen gehabt. Nö. Angst? Nö. Was denn? Ich bin umgekippt. Ja, ehrlich? Die am lautesten, die eigentlich die toughste, die ist bam. Ehrlich? Die Krankenschwester, ich bin ja auch Krankenschwester, bam. Du bist gelernte Krankenschwester? Ja, examinierte Krankenschwester bin ich auch. Ich habe auch noch was Normales im Leben gelernt. Jedenfalls, ich bin umgekippt, kurz vorm Auftritt. Also stell dir mal vor, ich würde jetzt hier kollabieren. Was würdest du machen? Boah, ich würde dich auf die Seite schieben und meinen Kopf kurz hier weiter. Nein. Also wirklich tatsächlich, ich bin umgekippt. Und mein verstorbener Bruder, muss ich wirklich sagen, der hat also wirklich geistesgegenwärtig richtig reagiert. Auf den Boden, mich auf den Rücken gelegt, Beine hoch und dann bin ich so langsam zu mir gekommen. Okay. Es war so ultra. Das ist ein geiles und Gefühl, es war Adrenalin pur.
Und danach, wir hatten genau noch 5 Minuten, auf diese Bühne zu gehen. Hör mal, ich bin auf die Bühne geprescht und das Erste, was ich gesagt habe, Kölle, sind ihr da? Und dann haben alle ja gebrüllt. Das war so geil. Und dann ging es los mit dem ersten Song. Wie lange habt ihr Musik gemacht? Ihr wart ja zu viert, gell? Genau, wir waren zu viert. Oder wir sind. Also wir sind ja Geschwister. Ja. Und Moment, lass mich jetzt kurz überlegen. Musik haben wir gemacht von 92 bis 98, genau. Okay. Und dann habe ich ja nachher Solo weitergemacht. Okay. Aber wir sind unter anderem mit Bab, mit den Höhnern, mit Bab, Höhner. Brings, Blackfoes, sind wir so, mit denen sind wir sogar auf Tour gegangen, mit Höhner sind wir in der Philharmonie-Tour gewesen. Okay. Also es war total spannend. Also natürlich nicht nur lokal, wir sind natürlich viel in der Schweiz gewesen, in Luxemburg gewesen. Also wir sind in allen deutschsprachigen Ländern rumgereist oder da, wo man zumindest Deutsch versteht. Okay. Unter anderem Österreich. Aber jetzt muss ich mal fragen, wie kommt man, sag ich mal, als Kenianerin auf deutschen Hip-Hop? Was hat dich dazu bewegt? Ja, weil es gibt ja, sag ich mal, ich könnte mich jetzt dir auch, wenn ich es sehen würde, auch als andere Sängerin vorstellen. Erstmal Prost, ne? Genau. Auf einen Bapp süßen Wein hier. Ich habe ihn Barrique ausgebaut. Mit Zucker. Zuckerwasser. Prösterchen. Also, das ist schon ein tolles Cuvée, ne? Ja, also, das schmeckt gut. Ich bin halt nicht so ein Fan von Rotwein, eher dann den weißen Wein. Okay. Ne? Aber ich habe es jetzt mal probiert und mit Zucker ist ganz süß. Okay. Die Frage war ja, wie kamen wir dazu? Das war eigentlich ganz simpel. Wir haben damals, also wir hatten vor 92, 90 fing es an, haben wir in Englisch Rap gemacht. Da waren wir unter anderem bei dem Produzenten, das war ein sehr, sehr bekannter und ist ja immer noch, Harald Faltermeier ist ein sehr, sehr bekannter Produzent. Der hatte Axel F, ne, den Soundtrack dafür, der ist auch ausgezeichnet worden. Und wir hatten 2 Major Deals, einmal bei East West Records in Hamburg und bei der BMG. Und Thomas Stein unter anderem. Muss ich mal kurz hallo Tom, wenn er zuguckt. Genau. Und da muss ich sagen, der Karl-Heinz Pütz, der hat damals, das war unser Plattenboss gewesen, der hat dann gesagt, hey, macht was in Deutsch. Ja, da kam ja auch dieses Konzert Arschu Zeng auseinander. Und dann darf ich kurz mal fragen, für viele, die müssen wissen, Arsch? Arsch ist der Hintern. H-U-H. Mhm. Was heißt dieses? Arschhu heißt, dass man den, also da geht es um Zivilcourage am Ende des Tages. Okay. Ne? Und dass wenn man irgendwo etwas sieht, dass man einfach den Hintern hochbekommt und zumindest sich groß macht und hilft. Entweder man ruft an, heutzutage ist es natürlich sehr schwierig, wenn da irgendwo, ich sag mal, eine Krisensituation ist, finde ich es persönlich sehr schwierig, in eine Krise reinzugehen. Lieber von außen passiv anrufen, um Hilfe beten und vielleicht umstehende Leute dazu animieren. Ja. Und das bedeutet, dass Arschu Zeng auseinander. Also hab wirklich Zivilcourage, um es einfach mal jetzt auf den Punkt zu erklären. Ja. Das bedeutet das. Genau, für viele, die diesen Begriff nicht kennen. Deswegen hatte ich es auch reingefragt. Genau. Ich habe mich natürlich vorher mal ein bisschen bei Wikipedia informiert. Genau. Okay, genau. Singst du heute noch? Ja, komm, auf jetzt. Das war aber nicht abgesprochen. Doch, das war... Nein, auf... Singst du noch was? Jetzt hau mal richtig einen raus. Komm. Ja gut, dann müssen wir Freestyle. Freestyle. Ich tanze dazu, okay? Ja, ich brauche einen Beat. Olli, hast du irgendwas? Okay, ich bin da mal weg. Moment. Okay, Jungs, habt ihr's geschluckt und jetzt gesteht, selbst coole Reime so wie eure sind doch Schnee von gestern. Ich werd mit meinen Schwestern aufstehen, losziehen, all eure Wörter durch den Wolf drehen. Ihr werdet sehen, es stellt sich keiner in den Weg. Wir Schwestern von der Rap-Kommune zeigen euch, was geht. Time out, macht ne Pause, eat this, wenn ihr's versteht. Widerstehen kann euch keiner, yo, Sisters an die Front. Gemeinsam schmettern wir die Reime, teilen euch ne Lektion, yeah. Das war alles. Reichen. Das muss reichen, zumindest für den Anfang. Und nein, es war nicht abgesprochen. Nein. So, jetzt haben wir so ein typisches, also ich habe mir gedacht gehabt, eine Kenianerin, ja, mit der wollte ich schon immer was, schönes frankfurterisches Korn, Eier mit grüner Soße und Kartoffeln, oder? Ja, ich esse natürlich auch sehr gerne deutsche Küche, das muss ich sagen. Was magst du da sehr gerne? Oh mein Gott, Sauerbrote. Kennst du? Bitte was? Ein Sauerbraten. Ein Sauerbraten. Genau, ein Sauerbraten. Hast du dich eben echt gekriegt? Ja, Sauerbrote. Also ich mache ja, pass auf, soll ich erzählen, wie ich den rheinischen Sauerbraten mache? Ja. Also, oder erzähl es von uns. Ich hole natürlich nicht vom Pferd. Sorry to say. Nee, alles Schwein. Gut.
Dann wird er eine Woche in Essig-Essenz und in Kräutern eingelegt, dass das wirklich schön durchzieht. Okay. Ich mach's mal kurz. So. Dann anbraten, Zwiebeln, das, was man alles kennt. Ja. Bei mir ist der Sauerbraten sehr, sehr süß, also rheinischer Sauerbraten. Sprich, da kommt auf jeden Fall Graf Goldschaft. Kennst du diesen Rübenkraut? Ja. Der ja, kommt mit rein. Saft, ja. Genau. Dann Printen. Okay. Printen. Zwei, also keine Prinzen, sondern Printen. Printen. Die werden, die zerlaufen dann da drin. Okay. Dann, jetzt kommt's. Glühwein. Yes! Der müsste halt eher süß sein, ne? Richtig süß sein, ne? Yes! Glühwein, ich schwöre dir, der schmeckt so lecker. Mit Klößen und Rotkohl. Rotkohl, ein frischer Cox Orange-Apfel reingerieben. Ja, ja. Was mache ich denn da noch? Zwiebeln. Oh Gott, jetzt willst du so viel von mir wissen. Auf jeden Fall schmeckt. Rotkohl, Klöße, Sauerbraten. Soll ich dir jetzt gerade was sagen? Dieses Bändchen habe ich noch zu Hause liegen. Das sind die kenianischen Freundschaftsbändchen. Ja, das ist genau. Mir eben aufgefallen. Ja, genau. Habe ich auch. Aber ich habe so ein breites Handgelenk. Ich habe da keins mehr. Ich liebe diese. Also wenn, also ich komme mal zu dir. Wie sagst du? Sauerbraten essen, ne? Sauerbraten. Aber ich habe gehört, du hast eine richtig gute, geile Küche zu Hause, gell? Du weißt, die Engländer sprechen, deine Mama hat mir alles mitgegeben, die hat mir gesagt gehabt, du lässt dich gerne bekochen. Ne? Aber du kochst auch gerne, oder? Kennst du dieses Emoji? Nee, kenne ich nicht. Aber du hast uns was mitgebracht. Was kochen wir denn heute Abend? Ja, wir kochen was. Heute gibt es auf jeden Fall Süßkartoffelpüree. Okay. Und Sukumawiki heißt das. Sukumawiki. Das ist Spinat, das ist ein ganz spezieller Spinat, den man eigentlich, ich weiß nicht, ob man den hier so gut bekommt. Nein, also das ist ich immer saisonal bedingt. Ja. Wenn der exportiert wird aus Kenia, dann muss man den zumindest in den Afro-Shops, dann kann man den davor bestellen. Aber am Ende des Tages schmeckt er natürlich frisch gut. Alternativ kann man natürlich auch einen normalen Blattspinat. Genau, ich habe also da auch Bio genommen. Genau, das kann man. Auch ein bisschen gesund. Super. Was ist der Unterschied zwischen eurem Spinat, den du eben gesagt hast? Und unserem Blattspinat sieht er anders aus? Ja, der sieht so ein bisschen sämiger, wenn der fertig gekocht ist, aus. Unser hat dann, also ich sag mal, der Biosalat, frischer Biosalat, der ist dann mehr etwas grünlicher. Okay. Weißt du? Ja. Und der, es hängt natürlich auch von den Gewürzen ab. Ne? Wir tun ja unheimlich viel. Wir tun Kurkuma rein, ein bisschen Kumin rein, Koriander rein, ein bisschen Ingwer rein, ja, Pfeffersalz logischerweise. Ja. So, aber. Und ja, Kurkuma, das Gelbliche, das macht das dann auch so ein bisschen sämig-gelblich. Ne? Okay, ja. Was man alternativ reinmachen kann, ist auch nicht schlecht, ist auf jeden Fall, also ich mache es jetzt nicht, weil wir machen neben frische, geschälte Tomaten. Ja. Man kann entweder diese passierten, ich weiß jetzt nicht, du weißt, was ich meine, ja, genau. Kann man alternativ nehmen. Man kann auch noch, wenn man es nicht so scharf machen möchte, weil ich mache es wirklich sehr, sehr scharf, weil meine Kinder kennen das. Ja, scharf ist entzündungshemmend, scharf ist gut. Mit PS, sage ich immer, das also ist immer richtig lieber scharf als Rinde, was? Genau, so muss das sein. Ja, ja und wie gesagt, Süßkartoffelpüree auf jeden Fall. Ja. Den müssen wir dann nachher, haben wir eigentlich einen, wie heißt denn das, Pürierstab? Ah, da sehe ja, genau. Ich, haben wir da. Genau. Ich muss jetzt einhäuten, ich häute mal rein. Dann nehmen wir zwei Süßkartoffeln, die werden geschält gleich. Zwei Möhren. Muss ich die auch schälen? Zum Beispiel darf ich heute Abend die Miete Ingwer. In niederen Arbeiten machen. Frisch Ingwer. So, auch mal hier in die Kamera halten. Zwiebeln. Süßkartoffeln. Zwei Möhren. Yes. So. So. Soll ich hier auch was schnibbeln? Irgendwas? Nee, du sagst hier, das müssen wir alles. Du darfst schälen. Ich guck dir zu. Ich kümmere mich jetzt hier mal um die Tomaten. Also, genau. Und der Püree. Also genau, wichtig ist zu sagen, sofort, dass das auf jeden Fall ein vegetarisches Gericht ist. Also sprich, wir machen da kein Fleisch zu. Man kann alternativ einen getrockneten afrikanischen Fisch dazu essen. Was ist bei euch ein getrockneter afrikanischer Fisch? Ja, was ist das? Der ist natürlich richtig ausgetrocknet. Ja, was ist getrockneter Fisch? Ausgetrockneter Fisch halt. Okay, was für ein Fisch ist das? Der Dorade? Oder? Natürlich nicht, wie heißen eure Fische hier nochmal? Ich wollte schon Pegasus sagen. Wie heißt dieser eine Fisch da nochmal? Pangasius? Genau, okay. Das ist das nicht. Ne? Ja, okay. Das ist natürlich bei uns gefangen.
Ja, genau, habe ich auch aber schon gehört. Aber jetzt hast du mich wirklich auf den falschen Fuß getroffen, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie der Fisch heißt. Denn okay, mehr macht ja nichts. Da gucke ich nochmal nach. Oder aber man kann natürlich Chicken dazu essen. Chicken geht okay. Natürlich auch. Also mariniert ihr vorher das Chicken, wenn ihr solche Gerichte macht? Oder? Kann man so und so machen. Ne? Also ich mariniere nichts vorher, weil ich mag das nicht so. Okay. Habe aber auch afrikanische Freundinnen, die marinieren das. Ja, also das ist je nachdem, wie man es gerne für sich haben möchte. Ich bin kein Freund von der Marinade. Ja, okay. Das ergibt sich ja alles, wenn man kocht. Aber jetzt gerade die kleinen Kinder, man sagt ja immer für kleine Kinder, ist es doch mit Sicherheit, wenn die so richtig scharf essen. Ja, meinen Kindern hat das nie was ausgemacht. Ehrlich? Nein, überhaupt nicht. Also meine Kinder haben gerne und essen sehr gerne scharf. Ja. Und man kann natürlich auch noch alternativ zu dem Chicken Masala, muss man nicht unbedingt Süßkartoffelpüree, man kann auch Ugali, das ist bei genau, uns. Genau, das habe ich gegessen, das ist dieser Reis, dieser. Ja, aber das ist nicht Fufu und es ist auch nicht, wie heißt denn das andere? Es ist auf jeden Fall Ugali, aus Mehl gemacht, Ungar. Okay, ja? Okay. Und das wird auch sehr, sehr gerne gegessen. Das isst man übrigens mit den Händen. Das genau, heißt, die Hände werden vorher sauber gemacht. Okay. Und es schmeckt so gut, wenn man das wirklich mit den Händen... Wir haben das bei diesem Abend da, wo wir diesen Marathonläufer da gehabt haben. Da haben die dieses Ugala gemacht. Ugali, genau. Mhm. Ja. Da haben die das echt gemacht. Und es war mal sehr interessant, das auch zu essen. Mhm. Und vor allen Dingen... die essen, wie du gesagt hast, so richtig aus dem Topf ja, raus. Ja, das ist am allerbesten, Reis. Ja. Aber mit was? Aber der war für mich relativ geschmacksneutral, der Reis. Wie schmeckst du den ab? Aber, ja, das ist kein Reis. Das ist wirklich wie so Grieß, musst du dir das vorstellen. Ah, okay. Das ist kein Reis. Und du hast natürlich alternativ dein Gemüse. Da kannst du auch wieder dieses Skumawiki dazu nehmen. Ja. Ja? Oder du nimmst Garbage, also Kohl untereinander. Das kannst du auch nehmen. Und da ist wirklich ausschlaggebend, wie machst du das Gemüse an? Wie ist die Sud von dem Gemüse plus von dem Fleisch? Und dann wird das alles zusammen mit dem neutralen Ugali. Ein Traum. Ehrlich? Mir läuft jetzt schon das Wasser. Das auch noch, kocht ihr noch sowas zu Hause? Ja, natürlich. Ja, ja klar. Meine Mutter, die hat, wann war das? Vor 4 Tagen haben wir noch Ugali gegessen. Okay. Mit dem dazugehörigen Gemüse. Ja. Wichtig ist auch, wie bringt man, wie sagt ihr das, ihr Köche, anrichten. Fett? Ach so, Fett. Also da nimmt man Kokosfett oder Sesamöl oder, ich bin nicht so ein Freund von Kürbisöl, kann man aber alternativ nehmen. Okay. Ich persönlich koche gerne mit Kokosfett, das kriegst du in jedem Reformhaus. Also Kokosfett ist ganz gut. Ist auch nicht nur gut zum Essen, sondern auch zum Einreiben vom Körper. Auch das. Und für Hunde. Auch nicht schlecht, wenn sie mal ein bisschen was am Magen haben. Ach so, apropos Hunde. Mhm. Ja. Das war jetzt das Stichwort jetzt gerade. Ne? Ich hätte es fast vergessen. Also. Ja. Stichwort Hunde. Genau. Was kannst du... Also ich schneide es einfach mal hier so ein bisschen klein. Mhm. Ja? Und, ja, das kann ich nicht so. Nein? Bei mir dauert das alles lange. Das muss man ja auch zelebrieren. Ne? Also okay. Ein Schnitt. Nein. Ich sag nur, Moment, dieses, wie ihr Köche das so macht. Ein Schluck Wein. Da bin ich ja betrogen bis nachher. Nein, aber ich zelebriere das. Wenn ich weiß, wir kochen gemeinsam, entweder mit meinen Kindern oder aber innerhalb der Familie, mit meiner Mutter, das ist ein Fest, wenn wir also kochen. Zelebriert ist zu Hause. Das wird wirklich zelebriert. Okay. Da geht nichts auf schnell. Ja. Ja, da muss man sich Zeit für nehmen. Genauso wie es nachher beim Essen, da wird viel geredet und man genießt das. Genau. Jetzt kurz bevor du zum Thema Hunde kommst. Mhm. Ich habe jetzt die Karotten und die Süßkartoffeln. Das ist noch den Ingwer. Kommt das alles zusammen oder wird das mit ins Püree reingeschmissen? Achso, das Zwiebeln. Ist jetzt für den genau, für das Mousse. Genau. Das kommt jetzt gekocht. Ne? Das kommt jetzt alles erstmal, es wird zusammen gekocht. Ne? Ich kann dir da gerne bei helfen. Sehr gerne, wäre nett von das Ihnen. Das wird alles zusammen, weil die haben die gleiche Garzeit, die Süßkartoffeln mit den Möhren. Genau. Wie gesagt, 2 Süßkartoffeln und 2 Möhren. Aber die gleiche Garzeit. Bisschen Salz anbringen da auch. Kein Zucker, Salz? Zucker wäre nicht so gut. Nee, weil ich habe das Zuckerglas noch da stehen. Ja, für meinen Wein. Nachher können wir dann noch, wenn wir den Püree machen, Kurkuma reinmachen. Okay. Ein bisschen Ingwer. Schütt noch ein bisschen Wasser ab, damit hier... Weil ich habe nämlich eben auch das Wasser genommen. Viele Köche würden jetzt das Wasser natürlich wieder neu aufstellen, wenn sie eine Tomate da drin kurz blanchiert haben. Mhm. Aber wir wollen ein bisschen auch auf Nachhaltigkeit gehen und das Wasser ist ja nichts, den Geschmack kann man ja ruhig da drin. Genau. Haben. So mache ich das mit Nudelwasser auch immer, dass ich das dann, wenn ich Soßen anbringe. Oder ah ja, so. Sehr gut. Ja, weil warum soll man das weg? Das ist ja Quatsch. Was würdest du jetzt kurz, bevor, wie gesagt, wirklich auf das Thema, was würdest du mit den Schalen jetzt machen?
Ich habe keine Hasen, aber die Schalen, jetzt sagst du es mir, kann man die anbraten? Also man könnte damit einen schönen Gemüsefond, also wenn du natürlich auch noch andere Sachen hast. Ah ja. Ja, also lieber einfrieren und dann einen Gemüsefond machen, also nicht wegschmeißen. Mhm. Ja, das sage ich auch immer zu meinen Kursteilnehmern. Nichts wegschmeißen, gucken, dass man wirklich alles verarbeitet. Nachhaltig, genau. Thema Hunde. Ja. Du hast bestimmt so, wenn man, also ich würde das meinen Hunden geben. Du hast Vitamin A. Sag nur, du hast einen vegetarischen Hund. Na, das Vitamin A ist gut für die Augen. Also definitiv kann man auch. So wie für die Menschen auch, gell? Also die müssen natürlich gewaschen sein, die Schale, ne? Ja. So, und dann kann man das auch. Also meine Hunde lieben das. Jetzt hast du mir doch das Schlagwort gegeben. Hunde. Hunde. Genau. Also wenn ich dich jetzt, ohne jetzt falsch zu verstehen, wenn ich dich jetzt sehen würde. Würdest du nicht denken, dass ich das bin. Dass du das bist, ja. Was für einen Hund hast du? Bestimmt wahrscheinlich so einen riesen, eine Docke oder was weiß ich. Neu. Also, ich habe einen Australian Kelpie, das ist ein Hüte- und Treibhund. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Rasse, muss ich ehrlich sagen. Die sind sehr, sehr freundlich, sehr, sehr arbeitswillig, sehr, sehr intelligent. Ja, ich bringe ihnen einen Trick bei, weil das, was wir ja machen, sind ja nur Trick-Kunststückchen, die wir, oder Kunststücke, nicht Trick-Kunststücke, sondern Tricks oder Kunststückchen. Ja. Wenn ich jetzt sage, Sitz, Platz und bringe dem Hund das bei oder steh oder geh um mich herum oder tunnel mich mal zwischen den Beinen, das sind alles Kunststückchen, das ist für einen Hund sehr, sehr unnatürlich. Aber man kann den Kopf ein bisschen entlasten, dass der Hund ein bisschen nachdenkt. Wenn er da Lust zu hat, macht er das gerne mit. Und so eine Rasse habe ich. Ja? Wie groß ist der Hund? Die ist kniehoch. Ja? Okay. Die hat ungefähr ein Widerriss von 41 cm oder Schulterhöhe, 41 cm. Genau. Okay. Und mit der trainierst du jeden Tag? Oder, Unter anderem. Ich trainiere mit ihr und sie ist ja auch mein Trainings- und Therapiehund. Das heißt, wenn ich zu Hunden nach Hause fahre, die im Aggressionsverhalten stehen oder zu Kunden, zum Einzeltraining, dann ist sie dabei. Und wenn ich dann für mich schon eine häusliche Einstellung mache und ich hole den Hund dann auch nach draußen, habe für mich schon eine Idee im Kopf, dann sagt sie mir, entweder bestätigt sie mir das oder aber durch ihre körpersprachliche Haltung, dann kann ich das einfach sehen. Ja. Oder aber sie zeigt mir noch Dinge auf, wo ich noch nicht hingeschaut habe. Weißt du, Hunde verstehen sich einfach nonverbal untereinander viel, viel besser. Ja, aber jetzt mal eine Frage. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dein Hund, hast du eine Hündin oder einen Rüden? Eine Hündin, genau. Wie heißt die? Die heißt Milli. Die Milli. Wenn die Milli jetzt so einen sehr aggressiven Hund sieht, wie geht es damit vor? Normalerweise sind ja die Hunde, die dann eher zurückgehen, die einen, oder dann gleich auf den anderen Hund drauf losgehen. Aber also bei der Milli ist das super zu beobachten. Und zwar dreht sie sich komplett aus der Situation raus. Ne? Also du kannst dann sehen, wenn ich gegenüber, wir machen ja viel über die Impulskontrolle erstmal, zu gucken, was Impulskontrolle? Impulskontrolle heißt, mein Kunde steht gegenüber mit seinem Hund, der ein Fehlverhalten hat. Wir machen das jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen. Ja. Und ich stehe gegenüber mit der Milli. Und dann einfach mal schauen, was bietet der Hund, der Gegenüber und auch meiner, was bieten die für eine Lösung an. Okay. Und die Milli zeigt mir die Lösung des Fehlverhaltens von dem Hund. Das ist halt richtig genial. Indem sie, wenn sie zum Beispiel mit dem Hund in Kommunikation geht, also ich sag mal auf Hündisch, ne? So wenn sie auch so, sie wird angebefft und sie befft zurück, dann weiß ich schon, das wird nicht so schwierig sein. Echt? Ist das, das ist so faszinierend zu sehen. Ist das aber ein Hund, der Gegenüber auch so, der macht sich so groß. Und ich sehe bei ihr schon so, der Blick geht weg und so von wegen, ich bin eigentlich gar nicht da, weißt du? Dann weiß ich, das wird nicht so ganz toll, ich nachher den Menschen sagen muss. Weil viele Menschen interpretieren ja ihren Hund komplett falsch, ist nochmal leider so, weil wir viel zu sehr Emotionen da reinlegen. Ja, wahrscheinlich. Und wenn es halt ganz gefährlich, das hatte ich aber nur einmal, dann dreht sie sich komplett raus, ja? Okay. Dann zeigt sie ihren Hintern und möchte eigentlich auch in diese Richtung. Das hatte ich bis jetzt einmal bei einem Rotti, wo sie wirklich gesagt hat, das ist mir jetzt zu viel, ich möchte aus dieser Situation raus. Okay. Ja, und da habe ich sie dann auch gleich rausgebracht. Ne? Okay. Da wusste ich für mich, meine Annahme und meine Diagnose war klar, sie hat es mir eigentlich nur bestätigt. Okay. Ne? Ja, und dann läuft das Verfahren ja dann weiter, indem man sagt, entweder Maulkorb, das ist natürlich das A und O, und dann reden wir natürlich nicht von irgendwelchen Plastikgedöns, sondern da geht es Drahtmaulkörbe, ne? Die wirklich so bisssicher sind, dass ein Hund nicht einen anderen Hund oder einen Menschen verletzen kann. Okay. Genau. Aber es gibt ja oft diese und natürlich ausgepolstert sollte er sein, der Maulkorb. Ja, damit logischerweise wegen Druckstellen. Das machen ja viele nicht, wenn man das so guckt. Das sehe ich jetzt auch. Jetzt gibt es ja so dieses Sprichwort, so wie der Herr so sein Hund. Wie der Herr ist, das Geschirr. Genau. So das Geschirr, ja. Ist da was dran? Du machst das sehr viel mit Hunden, ja? Wenn du einen Menschen so siehst.
Ist es wirklich so, dass bei den Männern ist ja auch oft so, die müssen ja sich irgendwie leider Gottes sehr oft profilieren, auch durch Hunde, Kampfhunde oder wie auch immer. Du meinst irgendwie so Testosteron gesteuert, wir nennen es mal so. Ja, genau. Ja, der eine hat halt einen Hund, der andere hat einen Ferrari vor der Haustür stehen, ich habe ein Messer. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich gibt es, aber ich will das Klischee sehr ungern besetzen, wenn ich ehrlich bin. Nein, es ist ja nur, in den Medien wird es halt propagiert, dass halt bestimmte Menschen sich bestimmte Hunde holen. Aber wenn man die Menschen dann kennenlernt und einfach mal ins Gespräch geht mit denen, warum hast du den American Staffordshire geholt? Ja. Warum muss das ein Pitbull sein? Warum ein Rotti? Warum ein Mali, belgischer Schäferhund, holländischer Schäferhund, OEB, Herdenschutzhund? Otschawak und meine Güte, da gibt es ja so viel. Ja. Ja? Wenn man diese Beweggründe mal hört, ne? Klar gab es die ein oder anderen Beweggründe, wo ich gedacht habe, okay. Aber in den meisten Fällen haben die Menschen ja schon eine Intention, warum sie sich ihre Tiere holen. Ob ich oder du die Intention gut finden, das steht ja gar nicht zum Gespräch, sondern wichtig ist einfach, sie haben sich den Hund geholt in gutem Willen. Ja. So, und jetzt muss man einfach sehen, wenn ein Problem aufgetaucht ist, wie kann man es beheben? Ja. Oder wie kann man es minimieren? Wie kann man es reduzieren? Ja. Und das ist wichtig. Und da komme ich halt ins Spiel. Ich gucke mir das an, ich begleite die Menschen, ich unterstütze sie und das macht mir halt mega Spaß. Ja, man merkt es an seiner Ausstrahlung. Aber jetzt müssen wir mal kurz zum Kochen wiederkommen. Kochen? Ja. Wir haben ja jetzt schon die Tomaten geschält. Genau, die Tomaten habe ich in der Zeit, wo du das erzählt hast, die habe ich aus der Dose eben geholt. Ne? Echt? Der veräppelt mich. Du veräppelst mich hier. Nein, du hast sie geschält. Da ist doch die Schale. Genau. Also die müssen wir auch nicht aus der Dose. Die müssen wir auch nicht wegschmeißen. Genau, Nachhaltigkeit. Die können wir nach. So. Aber warte, ganz kurz. Ja. Die kommen dann auch in die Soße, wo du gesagt hast, da kann man Fond oder sowas mitmachen. Genau, die kommen da auch rein. Genau. Sehr gut. Okay. So. Jetzt habe ich hier die Zwiebel schon mal geschält. Ja. Jetzt darfst du schneiden. Guck mal, ich gebe dir mal ein gescheites kleines Messerchen. Mhm. Gut. Ja, schau mal. Sonst sagen die Leute nachher, die kann ja gar nicht kochen. Doch, ich kann kochen. So, also, aber ich bin froh, dass ich nicht mehr Zwiebeln? Muss. Für was brauchen wir jetzt die Zwiebeln? Die Zwiebel brauchen wir einmal zum Blanchieren für den Spinat. Ja. Und vielleicht können wir auch noch ganz minimale kleine Würfelchen. Knoblauch haben wir gar nicht. Knofi. Aber ist nicht so schlimm. Essen wir ohne Knofi. Ich hab morgen noch Kundentermin. Du weißt, wie du diesen intensiven Geruch wegbekommst von Knoblauch? Ja. Wie denn? Guck mal, ich frag ihn. Wie denn? Wie kriegt man den weg? Wie? Ja. Mit Petersilie, ne? Nein. So, wenn du die Knoblauch... Ja, innen drin das Grüne wegmachst. Ja! Ja, das ist gut. Yes! Dann stinkt man nicht mehr so intensiv. Genau. Habe ich auch gelernt, weißt du, und habe es mir einfach gemerkt. Aber das Messer, ob ich da drauf klag, das sieht aus, als ob es nichts kann. Wirklich, Leute, dieses Messer sieht aus, als ob es nichts könnte. Schaut euch das an. Ist geil, gell? Wow. Also ich muss da wirklich eins dazu sagen. Das ist also, ja wenn Wahnsinn. Sich jemand schneidet in den Schneidkursen oder Kochkursen, bin ich es immer. Also streng dich bitte an und lass bitte... Pass auf, jetzt du guckst mir schon so auf die Finger, mir wird ganz heiß hier irgendwie. Also wie macht ihr das nochmal so? Im Schleifkurs von Terry. Aber das mit dem Messer ist das natürlich mega. Also guck mal. Du kannst sogar du schneiden. Wow. Ja? Wow. Toller, ich muss mir die bestellen hier. Hör mal, die sind total gut. Hör mal, seht ihr das? Da werde sogar ich hier zum Würfelschneider. Das ist super. Aber weißt du, wo ich mal Probleme habe? Guck mal, das hier, dieses kleine Ende. Ja, das schneide ich auch nicht weg. Das schneide ich auch nicht weg. Das schmeiße ich dann wieder in die Brühe mit rein. Das kommt in den Fond nachher, ne? Ja, genau. Also, dann lasse ich dir das mal... Für den Fond. Fond. Das tue ich mal da hinten. Genau. Also, die Zwiebeln werden echt nur ganz kurz angelassen, ne? Angelassen? Wie heißt das? Anschwitzen, meinst du? Anschwitzen, sorry. Okay, das können wir ja schon mal machen, ne? Weißt du, ich kenne mich in der Kochsprache nicht so gut. Aber ich weiß, was ich zu tun habe, ne? Das kommt dann kurz rein. Das reicht eigentlich schon. Ich habe dir, weißt du, vorhin hast du mir zwei Zwiebeln hingelegt und hast du mir gesagt, schneide zwei. Du wolltest nur gucken, ob ich weinen tue. Ja, ich brauche ja auch ein paar Zwiebeln nachher für den Süßkartoffelnpüree. Wo kommen die, wenn die sind mal angeschwenkt? Also ich würde den jetzt da drin pürieren, wenn der fertig ist. Ich dachte, oder? Wenn ich da ein bisschen übrig habe. Ich koche, also wenn du uns kochen siehst, das ist nicht so nach, wie soll ich sagen, nach Schema F, wie das jetzt... Sterneköche. Ja. Wir sind halt sehr, sehr spartanisch, afrikanisch. Da wird gar nicht so, weißt du, auch nicht so nach Reihenfolge, das muss so, sondern das kommt rein, das wird einfach
zack, zack gemacht. Und okay, dann ja, wird das zack, zack, zack gemacht. So, also jetzt machen wir die Zwiebelchen da rein. Ich mache dir das mal an. Genau, weil die Süßkartoffel-Möhrenpüree ist nämlich gleich soweit. Ja, so. Also wir lassen jetzt erstmal, wie heißt das, anschwitzen. Genau. Den Ingwer machen wir auch dazu. Soll ich ja den kleinen würfeln? Genau. Soll ich jetzt machen? Das kann ich machen, das ist kein Problem. Okay, machst du das? Ja, das mache ich. Da mache ich auch beim Ingwer nicht so viel, ne? Das sollte man wissen. Bitte was? Der Ingwer nicht so viel, ja, weil der ist sehr, sehr intensiv und scharf ist. Genau. Ne? Da mache ich jetzt auch so kleine Würfelchen raus. Jawohl. Oh, la 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 la. So, ich zupfe schon mal hier den frischen Koriander. Du wolltest Koriander von mir haben? Genau, Koriander kommt auch dazu. Habe ich heute Morgen den Rheinauen gezupft? Ja, ja, nee, ist klar. Ja. Den Rheinauen von, von Frankfurt. Den Rheinauen von Frankfurt. Ich bin gespannt, ob sie mal merkt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Rheinauen von Frankfurt kann man kein Koriander zupfen, aber das war wahrscheinlich in irgendeinem Supermarkt, Frankfurt liegt doch am Main, nicht am Rhein. Ach so, das habe ich gar nicht gehört, ich habe Main verstanden. Da hast du wohl tatsächlich recht. Reicht dir das, der Koriander? Weil das ist ja auch ein Kraut, wo nicht viele mögen. Ne? Das ist ja lecker. Viele haben damit echt ein Problem. Ne? Ja. So, ich habe dir das schon mal angemacht hier. Guck mal, der Koriander, ich brösel den auch mal so ein bisschen, mache ich den kurz mal auch ein bisschen klein. Ein bisschen Wasser ab, falls du noch ein bisschen Flüssigkeit brauchst. Ja, brauche ich ja noch für den zum Pürieren, ne? Genau, ja. Ein bisschen braucht man ja was. Ja. Und dann kann ich schon mal hier gleich mit dem Riesenteil da dran gehen. Oh, lecker, oh mein Gott. Aber es mögen viele Leute nicht, ne, Koriander. Also wenn ich manchmal... Echt? Ja, es gibt viele, die sagen, schmeckt ohne Koriander. So lecker. Gut. Genau. Ach so, haben wir ein bisschen Butter, nur einen Hauch. Kann ich hier bei der Nachbarin besorgen? Ich bin mal gleich da. Ne? Das ist sehr gut. Genau, Butter ist auch ein bisschen Butter, ist nur einen kleinen Hauch. Damit, ach so, ihr Lieben, wenn ihr das Rezept haben wollt, wir stellen das nachher hoch. Ja, wenn, das genau, was wir hier machen, das ist sehr, sehr vegetarisch. Das ist super lecker und ich hab echt Butter gekriegt. Sehr gut. Ja. Alternativ, haben wir eben schon gesagt, kann man natürlich entweder einen sehr, sehr leckeren Fisch dazu essen oder aber auch Hühnchen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Genau. Ne? Aber wir haben ja extra gesagt, heute Abend vegetarisch, vegan. Genau. So, ich habe dir schon mal Butter hingelegt. Ich lege da sehr, sehr Wert drauf. Ja, ich nehme nur so einen ganz kleinen Hauch rein. Achso, für da rein. Für den Püree. Sehr gut. Sehr gut. Ne? So, jetzt was gehen wir weiter? So, weiter geht's. Püree machen wir fertig, danach machen wir den Spinat, richtig? Den Spinat kommt ja da rein? Genau, aber dann, den machen wir danach. Genau. Ich will den Püree jetzt erstmal fertig machen. Gut, dann mache ich den mal fertig. Jetzt wird's laut. Mhm. Warte mal, jetzt muss ich mal zum hier. Pürieren, ne? Genau, pass auf mit deinem süßen Wein hier, mit deinem Dessertwein. Warte. Brösterchen. Ja, trink du dir mal einen in der Zeit, wo ich püriere. Ich muss auch mal gucken, so. Das kann ich hier mal ausmachen. Oder aber muss so rumdrehen, damit sie das sehen. So, was wir hier machen. Oh, der sieht super aus. Echt? Ja, und dann, wir haben jetzt die Gewürze hier, ne? Genau. Kurkuma. Ich habe dir alles reingestellt, was du bestellt hast, ne? Genau. Oh, das schmeckt das so riecht schon gut. Warte kurz. So, also, was machen wir rein? Ich möchte die Gewürze. Einmal Kurkuma. Ja. Curry. Ja. Wo ist Pfeffersalz? Pfeffersalz. Ja. Kommt da rein. Ja. Der Koriander. Ja. Ach, der kommt da mit rein? Ein bisschen. Nein, nur ein Hauch. So? Nur ein Hauch, genau. Mü. Okay. Mü. Genau, Mü ist das richtige. Okay, du darfst abwürzen. Genau. Dann kommt ein bisschen Kurkuma. Ein bisschen Kurkuma. So, hier müssen wir aufpassen, weil da ist eine andere Öffnung. Hier war ja ein bisschen kontrollierter. Sonst kommt da zu viel. Das ist nämlich Curry, ne? Ja. Ja, genau. Jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen, sonst schmeckt das zu Curry-lastig. Okay. So. Das ist der Pfeffer. Auch gut. Und koreanisches rotes Meersalz. Du siehst, ich habe jetzt die Brille angezogen, damit ich besser sehen kann. Ja, ich habe schon gesehen. Wir müssen es ja auch nachher probieren. Auch noch. Okay. Das auch so, noch. Darf ich pürieren? Weiter pürieren. Achso, ein bisschen Butter wollte man reinmachen, ne? Genau, da aber püriere erstmal. Warte, ich reiß mal einfach dazwischen. So, hier haben wir schon einen Löffel mal, dass man es abschrecken kann. Ja. So. Jetzt halt jetzt Spaß haben, guck mal. Ein bisschen.
Der Lava wird ein bisschen mehr machen dort rein. Ja. Weißt du, ich mache das so alles nach Gefühl. Ja, nicht alles so, gut. Es muss so und so viel. Wir machen heute Abend dein Gericht, haben wir ja gesagt. Genau. Heute sind wir in Kenia. Echt? Ja. Also Olli, richtig, vielen Dank, gell? Auch im Hintergrund nochmal, gell? Noch gerade begrüßt heute Abend. Vielen Dank für die weitere Anreise nach Nairobi. So. Ja, das, genau. Warte kurz. Dann sieht gut aus. Jetzt sieht schon mal gut aus. Ja. Oh mein Gott. Oh. Das schmeckt aber echt gut. Oh mein Gott, das ist lecker, ja. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr pürieren, ne? Ja, doch, warte mal. Ist alles klein, ne? Alles klein. Oh. Das ist recht so, ja? Oh. Guck mal, mit einmal abschmecken, mit einmal abschmecken. Oh, man merkt, also, es ist nicht nur Sängerin, nicht nur Hundetrainerin, es ist auch eine perfekte Köchin, weil so gute Köchin können auf einmal richtig abwürzen. Das ist wirklich so. Das schmeckt wirklich. Haben wir das schon gezeigt? Also, genau, dann zeigt man das mal hier. Genau, das war mal hier. Kurz. Das ist wirklich, das ist super lecker, ohne so. Witz. Das ist und für deine Leute hier aus dem Studio. Mm. So, jetzt klatsch mal hier. So, okay, wie geht's weiter? So, jetzt fangen wir hier an. Ja. Und zwar blanchieren heißt das, ne? Wenn man die ein bisschen so glasieren. Oder anbraten. Oh, genau. Oh Mann, ich werde die gut. Kochsprache noch irgendwann lernen. Genau, ich gebe auch für hoffnungslose Fälle gebe ich auch Kochkurse. Ja, ich bin hoffnungslos. So. Pass auf mit deinen Händen, genau. Mhm. Nehmt, was für Zwiebeln habt ihr bei euch in Kenia? So rote oder? Mhm. Ja. Sehen aus wie Schalotten. Okay. Jetzt muss ich überlegen, wie heißen die denn nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Wir sagen einfach nur the red onions. Okay. Aber esst ihr mehr Gemüse bei euch in Kenia oder ist es dann mehr wirklich Fleisch? Wird natürlich jeden Tag, wenn du das Geld dafür hast, wird jeden Tag Fleisch natürlich gegessen. Aber ist dann wirklich so, dass die Mama zu Hause sitzt und kocht und der Mann ist meistens dann die Rinderhüten? Oh, die Männer können sehr, sehr, die kenianischen Männer können wirklich sehr, sehr gut kochen. Ja? Ja. Sind es auch so Männer, die auch ihre, sag ich mal, für die Frauen auch mal zu Hause kochen? Oder ist es dann so. Kann auch unter Umständen passieren, ne? Ja. So, dann kommt jetzt rein. Ja. Der ist gewaschen, ne? Ja. Gut. Ich kaufe ihn. In der Regel fällt der natürlich auch zusammen, ne? So echt? Sollte es auch sein. So sollte es dann sein. Und ich liebe das wirklich. Ja, weil die meisten. Wir nehmen alles. Gehen, ne? Ja, wir nehmen alles. Der Olli ist so gern vegetarisch, weißt du? Der Olli ist so ein richtiger vegetarischer Gourmet. Da freut er sich immer, wenn er immer vegetarisch essen kann. Olli, bist du auch Vegetarier? Naja, doch. Also, Olli freut sich immer. Er sagt schon Nein im Hintergrund. Olli freut sich immer, wenn ich vegetarisch koche oder auch Fisch. Ja. Da freut er sich immer riesig und denkt immer, oh, was habe ich heute so, und ich habe ja eben erzählt, weil du hast jetzt Olivenöl hier genommen, ja, ne? Genau. Genau, nur dass die Leute nicht irritiert sind, weil ich gesagt habe, normalerweise macht man das mit Kokosfett, ne? Ja. Oder Sesam. Ja. Ja. Aber auch dezent bei Sesam, weil ganz das ist ja dezent, sehr, sehr genau, ganz schmeckt, dezent. Ja. Wir haben jetzt auf Olivenöl weil das hat man ja auch gesehen, es war sehr grün. Ich wollte es nur noch mal hier erwähnen, nicht, dass Sie nachher da schreiben. Aber du hast Kokosfett gesagt. Was darf ich mit der Tomate machen? Die Tomaten kommen jetzt gleich dazu. Ganz oder wenn die kleinen? Ein bisschen in Würfel schneiden. Ne? In Würfel schneiden, und dann okay. Dann kannst du mir die schon hier jetzt dazugeben, ja? Okay. Jawohl. Genau. Oh, ich freue mich schon, das sieht so lecker aus. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, ihr seid vier in der Gruppe, ne? Mhm. Die singen. Genau, meine Schwester. Ja. Sind die älter, jünger deine Geschwister? Oder? Also ich bin die Älteste. Meine Schwester ist die zwei Älteste Jahre. Mit 32. So, darf ich haben? Wir, ja, muss jetzt ein bisschen Gas geben hier, sonst komme ich aus meinem Konzept raus. Ja. Ich merke schon, sprechen und kochen ist schwierig, ist schwierig. Auch für eine Frau ist schwierig. Wenn ich zu Hause koche, habe ich immer mein Handy und dann höre ich mir eine Musik an oder gucke eine Serie, aber da. Okay. Klar, weil ich gucke und kann mich trotzdem konzentrieren. Aber jetzt da die Fragen beantworten, das ist schon eine richtig gute mal, ne? Challenge. So. Ja. Jetzt, genau, also ihr seid vier. Four Reefs. Wir sind vier und beziehungsweise jetzt, mein Bruder ist ja verstorben, sind wir zu dritt. Genau, da wollte ich auch nochmal drauf kommen. Ich habe da was gelesen gehabt. Was ist da? Darf man darüber sprechen? Oder? Ja, mein Bruder ist 2016
leider verstorben. Der ist ermordet worden. Wo, hier in Deutschland? Oder? In Deutschland, in Berlin, genau. Genau, das ist die Geschichte dazu. Die kann man ja im Internet rauf und runter lesen. Und war eine unschöne Geschichte gewesen. Und, was war da, wenn ich frage? Also ich frage dich jetzt einfach, wenn du nicht drüber sprechen möchtest, dann... Ja, also was da jetzt genau war, die zwei Mörder, es waren ja zwei, die schweigen ja. Es gibt Vermutungen, wie der Abend wohl verlaufen war. Und nur diese Vermutung werde ich hier nicht aussprechen, weil das sind Lügen. Ja, mein Bruder lebt nicht mehr. Und warum soll ich von Menschen, die noch leben, die natürlich ihren Arsch retten wollen, deren Story werde ich im Leben nicht verbreiten. Wie gesagt, man kann es im Internet nachlesen. Okay. Fakt ist, wenn zwei Menschen einen qualvoll zu Tode bringen und umbringen, dann kann es ja nicht so nice sein. Nein, ja. Nein. Wie alt war dein Bruder? Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt, boah, jetzt muss ich echt überlegen, 2016, Mitte 40, glaube ich. Ja? Okay, ja. Okay. Boah, ist schon so lange her. Hat dein Bruder auch noch Musik gemacht? Genau. Mein Bruder, jetzt sehen wir langsam, wird es fertig, siehst du das? Ja, so. Genau. Also jetzt mal kurz vom Thema weg, von deinem Bruder. Mhm. Also was viele immer machen, ist ja, die kochen Spinat tot, ja, dann bleibt die Farbe nicht mehr stehen. Mhm. Und wir Köche gucken also da schon drauf, dass natürlich auch die Farbe hinterher noch schön grün ist, wenn es so grau ist. Ne? Man sieht auch schon von der Tomate, die wird jetzt echt ein bisschen blasser. Ne? Ja, genau. Okay, also dein Bruder hat auch Musik gemacht. Ihr habt alle noch lange Musik gemacht. Mhm, wir haben alle noch lange Musik gemacht. Mein Bruder war in der Band Squeezer. Das war seine, Squeezer. Ja, okay. Seine Band, da war ziemlich... erfolgreich mit. Ja. Ich mache gerade die Gewürze rein. Also Salz nochmal rein. Genau. Und Pfeffer. Ja. Frischen Koriander habe ich ja schon reingemacht. Genau. Kommt noch ein bisschen Curry. Ja. Bisschen viel, ups. Kurkuma. Ja, und das war's. Okay. Na? Und dann kommt das Püree nicht nee, das mehr dann, man, oder? Nee. Das machen wir dann separat auf dem Teller, ne? Ach so, okay. Das wird okay, dann schön separat. Weil ich habe nämlich ein Bild gesehen gehabt, da wird alles so vermischt. Nee, das ist nur der Spinat, ne? Ach, das ist nur der Spinat. Genau. Okay, weil das hat nämlich so aussehen, als ob man das so... Mein Gott, alles mal, das riecht echt lecker, das riecht wirklich gut. Also, das ist so wie Heimat. Ich hoffe, ich habe genug Salz reingemacht. Ich probiere mal. Ich teste jetzt mal. Kannst ja mal probieren. Du bist ja Ärztin, ne? Ich? Nein, ich bin Krankenschwester. Ja, Krankenschwester. Ich will noch ein bisschen Salz reinmachen. Noch ein bisschen Salz? Ja. Gut. Weil ich finde es immer bei vielen, die Kochsendung, die machen dann einmal Würzen und dann sagen, oh, schmeckt super. Aber das hat wirklich geil geschmeckt hier. Das schmeckt super, der Püree. Ne? Genau, haben wir direkt auf den ersten Punkt getroffen. Und manchmal sieht es ein bisschen abenteuerlich aus, aber es schmeckt einfach wirklich gut. Ich bin gespannt. Machst du jetzt heute noch Musik? Oder? Nee, Musik mache ich nicht mehr. Ich arbeite als Krankenschwester. Ach so, in Köln. In Köln, genau. Also in welchem Krankenhaus darf man das sagen? Ich arbeite beim Landschaftsverband und in Köln und habe viele Jahre im OP, in Ambulanz und bin aber jetzt in die Forensik gegangen. Da macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Also das heißt nicht, wenn du jetzt einen Fan hättest draußen so und sagst, ich bin jetzt mal krank, ich möchte Terry auf die Station, dann finde ich mich nicht. Nee. Ich hab da Pech gehabt, ne, mein Leben. Oder die mir dann, was weiß ich, so einen guten Morgen... Nee, da wo ich arbeite, das sind ja psychisch Kranke. Und, okay. Mit forensischem Hintergrund natürlich. Okay. Genau. So. Das ist vorbei, dass ich in einer Notfallambulanz und selbst da sagt man nicht, ich will zur Terry. Also, wer will schon freiwillig in die Notfallambulanz? Genau. Nee, es könnte ja sein, dass man da, hast du da auch Fans schon getroffen früher, wie du gesungen hast? Wie ist es so, ja, als war Frau, schon, als wenn man ich, das singt, hat man so... Ja, ich habe schon, als ich in Köln mal in der Klinik gearbeitet hatte, da habe ich schon, oh Moment mal, ich muss mal gerade hier ausmachen. Ja. Mein Akku ist leer, ihr Lieben, weil ich war ja auch gerade live, jetzt muss ich mal ausmachen, so. Und ich habe auch lange in der Ambulanz gearbeitet. Da hat man schon den einen oder anderen getroffen. Was ich auch immer erstaunlich fand, dadurch, dass ich auch aus Köln komme, hat man schon mal Leute gesehen, wo man gedacht hat, mit denen bist du groß geworden. Ne? Das echt? Passiert
ja, das sind Dinge, die passieren natürlich auch. Ja, ja, ne? Klar, wenn ja. du da arbeitest, wo du groß wirst, triffst du Menschen, ja. ganz klar. Und fehlt dir die Musik heute noch auf der Bühne stehen? Mm. Oder sagst du, das waren 4 oder 5 nee. Oder 6 oder 7 geile Jahre ja, vorbei? Ja, es war oder? Wirklich eine tolle Zeit und ich mache jetzt heutzutage was komplett anderes. Wenn ich mal, ich kriege hier und da immer mal Aufträge, es macht Spaß. Das ist für mich dann aber eher so nur noch ein nettes Zubrot. Okay. Ich glaube auch so, wenn ich dann so Künstler sehe, die wirklich schon weit über 50 sind, wie ich auch. Und ja. Jetzt hat sie sich selbst verraten. Jetzt hat sie sich selbst verraten. Ich habe nur gesagt, weit über 50 bin. Und die 50,1. 50,1, genau. Ja. Und dann auch immer noch so zwanghaft auf der Bühne. Ist nur meine persönliche Meinung. Ja, ne? ja, Jeder ja. kann machen, was er will. Die Stones sind ja auch schon, haben ein gewisses Alter. Ja, eine deutsche Band genau. macht jetzt schon gleich schon eine 5-mal Abschiedstour. Genau. Für mich ist es halt nichts so. Weil wir haben fantastische junge Künstler, die ja. unterwegs sind. Leider auch viele, die nie entdeckt werden. Ich gucke immer im Netz. Ich bin auch viel bei den jungen Menschen unterwegs. Schau mir Talente an. Der wird mich entdecken. Ne, ja, ist ein hartes Brot. Wir waren damals wirklich sehr hartnäckig. Wir haben gesagt, wir wollen das. Wir haben das gemacht. Und wir hatten natürlich auch Glück mit den 2 Major-Deals. Ne? 2-mal hintereinander, das kriegst du, ja. ist ja heute gar nicht mehr machbar, 2 Major-Deals zu bekommen. Okay. Was also heißt Major? Major heißt also wirklich einen großen Plattenvertrag. Okay. Okay. Und viele, was ich heutzutage gut finde, viele machen ihr eigenes kleines Label auf, ja, ja. das finde ich daran wirklich gut und investieren in den Vertrieb, auch Verlagsgeschichten, pressen das selber, machen das Marketing, machen das Management, die machen fast alles selber, ja. finde ich nicht schlecht, wenn man die Sorry, Wege kennt. Wir haben gerade kurz einen Schaus, nicht mehr wieder.
Herzlich willkommen, Mittwochabend, 2 Wochen später und wir stehen immer noch da. Terry, es ist halt live. Es ist live, ja. Also es ist, halt ist alles so zusammengebrochen eben. Aber wir sind noch da, wie gesagt, 2 Wochen gealtert, wir sind abgemagert ohne Ende. Und wir müssen Olli, das Gewinnspiel noch machen. Ach Gott, die Abenddienst, die ganze Zeit zusammen gedacht. Wann ist endlich hier das Gewinnspiel? Also, nochmal für die, die jetzt nicht zugeguckt haben oder rausgeflogen sind. Wir haben den Spinat mit ein bisschen Zwiebeln angehen lassen, ein bisschen Ingwer dazu. Verrate nicht alles. Ich habe schon gekostet. Genau, dann haben Tomätchen dazu, Salz, Pfeffer haben wir dazu, ein bisschen Kurkuma und ein bisschen. Genau, so. Können wir schon anrichten? Yes! Okay, ich reiche ihr den Tellerchen da an. Genau, so, bitteschön. Ah, nee, nachhaltig. Auch das kleine Blatt. Genau, nichts wegschmeißen. Wie ich das mache, das wird einfach drauf. Magen und vermischt sich da auch. Meine Güte! Also du meinst diese ganze Sternekocherei, das heißt, es ist viel zu viel Aufwand, im Magen trifft es sowieso alles. Es trifft sich alles im Magen wieder, meine Güte. So, darf ich mal eine Serviette haben? Man reiche ihr eine Serviette. Teller, wo ist deiner? Ach, wir essen von einem. Wir haben eben aus der Schüssel zusammen Pause bei uns beiden. Geht es auch, gell? So, gut. Das war's? Also, das... So. Gut, wenn wir zusammen essen, machen wir doch alles drauf, oder? Das sieht aber ganz schön verfressen aus, wenn man das... Ja, ich weiß, ihr Köche macht immer nur so, da muss mehr Teller als Essen drauf sein, ich weiß. Genau, so, ich tue es mal weg. Genau. So. Da brauche ich noch einen anderen Löffel. Einen anderen, da kann man den nicht nehmen. So Nachhaltigkeit, ich habe es zu faul. Nehmen wir den. Ja. Ups. Kann der aber noch guck mal, du willst, dass ich anrichte und bei mir sieht es aus. So, aber ich mache noch ein bisschen Garnitur drauf, ja? Ja. Ja? Ja. Bist du zufrieden? Ein bisschen, ja, ein bisschen schief, aber ich kann sagen, es schmeckt. So, das testen wir jetzt mal hier. Sehr, sehr, sehr gut. Einmal? Ja. So, dann testen wir mal. Sieht doch gut aus. Ja. Ich muss mir unbedingt ein Foto, wir dürfen noch nicht. Wir dürfen noch nicht da reingreifen. Jo. Das sieht ja schon mega aus. Okay, schön. Also ich weiß gerade nicht, was ich mache.